Johannes Buhlmann, Eulmendorfer Weg 70, USE 16116, 13403 Berlin, 2016, 19. März. Herrn Professor Dr. Med-Ulrich Sachse, Asklepios Fachklinikum Göttingen für Psychiatrie und Psychotherapie Göttingen. Sehr geehrter Herr Professor Sachse, soeben lese ich Ihren Digestiv zum Handbuch der Borderline-Störung, für dessen Herausgabe ich Ihnen meinen herzlichsten Dank übermitteln möchte. Insbesondere die Vermittlung eines symbolischen Bezugssystems, die Seltsamkeiten der Persönlichkeitsstörungen betreffend, erweist sich im Alltag hier auf Station 10b als ausgesprochen hilfreich. Es stellt sich allerdings die Frage, wenn kluge Menschen beiderlei Geschlechts nunmehr so weitreichende Einsichten gewonnen und Begriffe formuliert haben, um den hier einsitzenden, teils Kapitalverbrechern aus den primitiven Abwehrmustern herauszuhelfen, warum versucht es die kriminelle Vereinigung Krankenhaus des Maßregelvollzuges Berlin nicht wenigstens? Ja, es entsteht weiterhin sogar der Verdacht, die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Psychotherapie werden auf den Kopf gestellt, um die gefährlichen Persönlichkeiten endgültig zu vernichten, noch leichteres Spiel zu haben beim manipulativen, äquivalenten Puppenstubenspiel, insgesamt das Bild eines gestörten Experimentes der totalen Herrschaft im Sinne von George Orwell und Aldous Huxley. Zwar waren meine bisherigen Hilfskonstruktionen, zum Beispiel Ich und Du, Müllers Kuh, Müllers Esel, Der bist du Syndrom oder Spaltungsirre Erleuchtungsblödheit für Äquivalenzprinzip durchaus unmissverständlich, aber eben auch etwas sehr länglich. Also noch einmal vielen Dank für die Errichtung einer reproduzierbaren Begrifflichkeit zur Beschreibung der drogeninduzierten Erleuchtungsblödheit. Ihnen gewiss bekannt, möchte ich bitte weiterhin auf das illusionäre Denken nach René Girard, das Heilige und die Gewalt, erinnern. Auf somatischer Ebene wäre von hier aus noch ein blinder Fleck zu bearbeiten, nämlich die hormonelle Identität des dissoziierenden Traumas und der Auto- bzw. Iatrogenen Opiatvergiftung, bzw. Stress durch Drogen erzeugt dieselbe hormonelle Entgleisung wie das lebensbedrohlich empfundene Realtrauma. Was bei dem verunglückten Ochsen als Dementia praecox endet, gilt dem erleuchteten Halbgotte als höheres Bewusstsein. Die kurzfristige Freisetzung der Endorphinreserve gekoppelt mit Cortisol und folgend Thyroxin über das Preopiomelanocorticotropin, POMC. Dem, also der dissoziativen Flucht in den Wahn, gegenüber auf der Achse des Reifegrades der Abwehr stehen die Zustände des taoistischen Nichthandelns, der mosaischen Gesetzestreue, des buddhaistischen Nirvana, der christlichen Nächstenliebe und schließlich des muslimischen Gehorsams. Exodus 20, Vers 5. Sie sprechen dieses Gesetz explizit an. In einem Kapitel zuvor beschreiben Sie die Weitergabe der Schuld bzw. der Störung in der Täter-Opfer-Dyade. Wobei ich die von Ihnen benutzte Einheitsübersetzung Verfolgung der Schuld als zu fatalistisch ablehne. Die Padlock-Übersetzung und auch die ehrwürdige King-James-Version sprechen von einem Beobachten, Nachprüfen, Visitieren. Diese Version erlaubte einen glücklichen Ausgang. Wie stellt sich das ursprüngliche Opfer? Wird es kompensierend zum Täter oder erwirbt es verzeihend das Himmelreich? Verfällt es in wahnsinnig rasende Rache, endlich bei nachlässenden Kräften in geistige Umnachtung, oder findet es akzeptierenden Frieden? Die letzten Worte Jesu am Kreuz nehmen auf wundervolle Weise die psychoanalytische Typologie der Persönlichkeit vorweg. Johannes legt dem Herrn ein grandioses »Es ist vollbracht« in den Mund, wo Matthäus und Markus ein depressives mein Gott, warum hast du mich verlassen« bezeugen. Lukas zeigt einen dritten Zustand, wobei kurzer Zusammenhang des »Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist« in Erinnerung gerufen werden soll.
Jesus wird sozusagen aus dem Leben gerissen, ohne dass er eine Reflexion seiner Situation äußert. Der Tod trifft ihn mitten in der gewohnten Tätigkeit, im Wesentlichen Sünden vergeben und richten. Er ist zwischen zwei wohl Raubmördern ans Kreuz geschlagen und als der Tod eintreten will, richtet er noch rasch zwischen den beiden und verzeiht dem einen die Sünden, spricht ein: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, und dann ist es auch schon aus. Mit freundlichen Grüßen.